Klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht... Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Okay, hier drüben ist noch eine Wand.
Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Zentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Vorlage. Antwort. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Antwort. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Vorlage. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Was hast du da? Antwort. Was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Antwort. Vorlage. Antwort. Sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Antwort. Das hier ist
ganz schön kompliziert. Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier lang.